Hallo und herzlich willkommen bei Bernd in seiner Kochecke. Heute machen wir was ganz Leckeres und zwar Penne mit einem Grillgemüse. Alles in der Pfanne, super schnell gemacht, super lecker. Ja, Penne mit Grillgemüse, kurz zur Gesundheit. Es ist voll vegan, also nicht nur vegetarisch, sondern vegan, für die, die es interessiert. Es ist super fürs Cholesterin, das heißt, wer sich cholesterinbewusst ernähren muss, ist es ein tolles Essen. Und es ist super für Gewichtsreduktion, also auch für die Leute, die aufs Abnehmen achten. Haben wir direkt drei gute Marker dabei und es ist einfach gemacht und lecker. Schauen wir uns direkt mal an. Gut, die Zutaten. Sieht viel aus, ließ sich aber in wenigen Minuten vorbereiten. Ihr könnt im Prinzip als Grillgemüse das nehmen, was ihr gerne esst. Ich habe mal hier ein paar Beispiele, die ich im Kühlschrank hatte. Wichtig ist nur, wie ihr sie zuschneidet, nämlich in großen, groben Stücken. Ich zeige euch mal. Gelbe Paprika. Ne? Große, grobe Stücke. Dasselbe in roter Paprika. Pilze. Ich habe hier Champignons, die sind gar nicht so riesig. Lasse ich so ganz, wie sie sind. Mohrrübe. Ne? Dicke, runde Stücke. Keine dünnen Scheiben oder kleine Stückchen. Maiskolben. Vom Kolben runtergeschnitten, schöne dicke Scheiben. Kaiserschoten, ganz gelassen. Und hier auch bei der Zucchini. Ne? Sieht man, dicke Scheiben. Ein Grillgemüse darf auf keinen Fall klein gehäckselt sein oder irgend sowas. Sondern wir wollen dicke, große Dinger, die wir bei hoher Hitze kurz anbraten, damit es nicht auf dem Grill ist. Ne? Wir machen eine ganz hohe Hitze in der Pfanne. Wir brauchen noch ein Öl, was die hohe Hitze verträgt. Und dann wird das Grillgemüse nur kurz durchgeschwenkt. Dann ist es wie auf dem Grill und super lecker. Zum Marinieren verwende ich eine Barbecue-Gewürzmischung, die ich habe, und Salz. Als Öl, ich nehme ein gutes Nussöl. Ich empfehle euch auch ein Öl zu nehmen, was hohe Hitze verträgt. Ein bisschen Tomatenmark zum Andicken. Das war's. Die Penne, die gibt's dabei. Lecker. Hier der Blick aufs Material. Eine Schüssel, wo ich gleich das Gemüse drin mariniere und ein Sieb zum Abgießen der Penne. Ein Topf zum Kochen der Penne. Und eine Pfanne, in der ich das Grillgemüse anbrate und dann die Penne dabei gebe. Brauche ein gutes Messer zum Schneiden des Gemüses, das habe ich ja schon gemacht. Kleine Kelle, da wird gleich ein bisschen Wasser abgeschöpft und mein Pfannenwender. Im Prinzip bin ich damit durch. Hat jeder in der Küche. So, hier habe ich die Schüssel schön mit dem Gemüse drin, nichts mehr dran gemacht, nur alles zusammengeworfen. Barbecue-Gewürz, nicht zu wenig, es soll ja nach Grillgemüse schmecken. Je nachdem, welche Würzmischung ihr da habt. Ihr könnt auch hier den Magic Dust nehmen, das funktioniert mit Gemüse genauso gut wie mit Fleisch. Salz noch was dazu. Und ein Öl. Nussöl verträgt sehr hohe Hitze und ist gesund, gut fürs Cholesterin, deswegen Nussöl. Ja, auch die Leute, die jetzt gerade ans Abnehmen denken, ihr könnt Öl verwenden, kann auch ein guter Spritzer mehr sein, aber nehmt ein gutes Öl. Ja? Nehmt ein pflanzliches Öl. Irgendwas, was gut ist für eure Fettwerte und so. Dann könnt ihr das ruhig verwenden. Wir tun ja sonst keine Butter, nichts rein, wir bleiben ja voll vegan. Deswegen vermenge ich jetzt einfach nur hier unsere Gewürze mit dem Öl und dem Gemüse. Dann ist das schön mariniert. So, fertig. Jetzt können wir das Kochfeld vorbereiten. So, ich habe die Penne jetzt gerade ins kochende Wasser gepackt. Jetzt kommt hier noch ein bisschen Öl rein. Jupp. Wieder vom guten Nussöl. Und ich knall das Ganze hoch auf 8 von 9 bei mir im Induktionsherd. Das heißt, ich mache das Öl jetzt richtig heiß. Das wird jetzt frittierheiß. So soll es ja auch sein. Wenn gleich dann das Gemüse reinkommt, muss das richtig zischen. Braucht jetzt so ungefähr eine Minute, um heiß zu werden.
Gut, bei mir ist jetzt hier schon eine ziemlich gute Hitze da. Grillgemüse, so grob geschnitten, mariniert, wie wir es vorbereitet haben, einfach rein damit. Deckel drauf und 2 Minuten mal richtig von einer Seite anbraten lassen. So, die Nudelkochzeit steht auf 5 Minuten noch. Ich habe hier schon einmal gerührt. Jetzt das zweite Mal. Ah, tolle Röstaromen hier teilweise schon dran. Dunkle Stellen, zu viel. Guck, so angebraten muss das sein. Das ist wie angegrillt. Und das schmeckt dann auch toll. Gut, neu verteilt. Deckel drauf. In 2, 2,5 Minuten nochmal. Und dann ist es dann fertig, zusammen mit den Nudeln. So, die Pasta ist fertig. Ich nehme jetzt eine Kelle von dem Nudelwasser. Geht das zum Grillgemüse. Wird hier auch nochmal geschwenkt oder verrührt. Könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Ein bisschen Tomatenmark in die Mitte. Anbraten. Es verliert so die Säure ein bisschen durch das direkte Erhitzen. Gut, und dann verteilen. Gehe jetzt runter auf etwas kleinere Hitze und gieße ganz schnell die Penne ab. Da bin ich wieder. Ich habe nur die Penne abgegossen. Hier ist sie. So, da bin ich wieder. Ich habe ja nur die Penne abgegossen. Zack. Und direkt drin damit. Da braucht man jetzt gar keine Soße mehr. Durch das bisschen Wasser, den ganzen Gemüsesaft, das Tomatenmark, das vermischt sich jetzt alles hier mit der Penne. Das ist ähnlich, wenn er so Spaghetti Olio et Aglio macht. Da habt ihr auch keine Soße, das braucht ihr in dem Fall auch nicht. Diejenigen, die trotzdem eine Soße möchten, können sich natürlich eine machen. Macht hier ein bisschen passierte Tomaten warm, würzen und dann könnt ihr das drüber gießen. Ist überhaupt gar kein Thema, aber ihr seht schon, man braucht es nicht. So, ich lasse das jetzt noch 1 Minute zusammendünsten und dann wird angerichtet. So Leute, der volle Geschmack aus gegrilltem Gemüse zusammen mit Pasta. Geiler kann es ja gar nicht sein. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ach, Mais. Das ist so geil. So ein einfaches Gericht und so lecker. Und ihr könnt euch das würzen, wie ihr wollt. Mögt das scharf, packt euch Chili rein. Mögt das besonders salzig, packt euch noch was Salz rein. Das ist ja ganz egal. Ich habe Barbecue genommen, weil das einfach super zum Grillgemüse passt. Empfehle ich euch auch. Oh, so lecker. So, wir haben Grillgemüse auf Pasta gemacht, ein Essen, wo man eigentlich keine Soße mehr zu braucht. Wenn ihr aber Soße möchtet, weil ihr sagt, mir sind solche Sachen zu trocken, dann macht euch ein paar passierte Tomaten dazu, einfach ein Päckchen, zack, warm im Topf und ein bisschen Kräuter rein, ein bisschen Salz rein, dann habt ihr eine super Soße noch dabei, das nur so als kleiner Tipp. Und ansonsten kann man sagen, das ist ein super gesundes Essen, natürlich wenig Kalorien, viel Geschmack, gut fürs Cholesterin und es ist vegan. Ja, was soll man da noch mehr sagen? Das ist einfach geil und es ist in 10 Minuten gemacht. Ja, das war's dann auch wieder von Bernd aus seiner Kochecke. Diesmal mit dem Grillgemüse und Penne in der Pfanne. Das war toll. Ich werde es jetzt essen. Ich freue mich drauf. Und ich freue mich auf euch beim nächsten Mal. Tschüss.